Und wieder Pause. Also nochmal dasselbe Spiel, oder was? Ja, wir können ja mal ein anderes reinschmeißen. Pass auf, ich suche uns mal was aus, was auch was witzig ist. Scheiße. Nein, nein, du sollst das nicht abspielen. Nein, Moment, nee. Da gibt's auch nicht das brutale Spiel. Action, sehr gut. Street Fighter, wo ist denn dieses komische Brutal? Wir müssen ja nicht unbedingt Spiele spielen, die auf dem Index stehen. Nein, er hat recht, das müssen wir nicht. Wir müssen nicht unbedingt. Okay, der Marcel ist auch noch am Start. Ist der Marcel noch am Start? Warum ist der Marcel denn nicht angemeldet? Hätte er mal schreiben können. Weil kaum einer angemeldet ist. Ich kenne jetzt keinen, der jetzt bei dem Ding hier angemeldet ist. Ja, ist okay. Weiter waren. Pass auf, warte, warte, lass mich immer raussuchen. Lass mich immer raussuchen. Wir können Rollenspiele spielen. Schneller. Warte. Schneller. Perfekt. Wir Oh, können mal. Moment, Rollenspiele? Hallo? Nein, 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 wir spielen kein Rollenspiel. Wir können natürlich, lass mich immer kurz gucken. Flashback nicht. Gunstar Heroes. Ich guck mal eben, ob Gunstar Heroes das war bei Jump'n'Run. Lass mich mal gucken. Muss ich mal schauen, ob es das ist. Da kriegen wir nämlich beide auch nichts auf die Kette, aber das ist ganz okay in dem Fall. Ja, Gunstar Heroes ist das. Pass auf, da gehst du auf Jump'n'Run, ne, auf Action. Perfekt, Gunstar Heroes auf Action. Okay. Machen wir im Reset, ein Soft Reset. Jetzt ist das ein Hard Reset. Ich weiß nicht, ganz da Heroes rein. Oh, ich find's nicht. Action, perfekt runterscrollen, da kommt irgendwann Gunstar Heroes. Okay. Gunstar Du Eierkopf, ey. Was denn jetzt? Bin SMD. Warte mal, ich habe irgendwas, habe ich denn reingeschmissen? Gunstar, einen Moment, Action, perfekt. Ich habe die. Ich schmeiße jetzt einfach die Bin mal nochmal rein. Die Bin-Datei. Wir müssen den mal hart Okay, treffen. Gunstar Heroes. Ja, und ich weiß auch nicht, was da abgeht. Ich weiß nur, dass das Spiel Das gut ist immer aussieht. gut, ne? So, es kann joinen. Okay, es joint jetzt gleich einen Moment. Es hat jetzt die Hose offen. Let's play, join, let's play game. Ja, wir sind synchron. Ah, sehr gut, dann geht das jetzt los. Hard Reset, Game on. Okay. Sega Mega Drive Intro von Anscheinend macht er so, wenn Markus. ich frisch joine, dann macht er zwischendurch auch einen Reset, damit wir wieder beide auf Null sind. Das ist gut. Ja, das ist ein Jump'n'Run-Spiel. Wie gesagt, ich habe absolut keinen blassen Schimmer, wie man es richtig bedient. Aber es ist ja gerade der Spaß dabei. Außerdem möchte ich im Gefolge natürlich auch sagen, dass ich einen riesengroßen Penis mit einer Hose habe. Ich hoffe, jetzt schauen keine Frauen zu. Doch, Wahrscheinlich zumindest schalten die ich. gerade ab. Ja. Der Typ, das ist eigentlich ein Verarscher auf den, Naja, von genau, Street Street Fighter. Fighter. Bison, oder? Nee, General. Vega, ich glaube, genau, General Vega. Was? General Vega. Wir sind hier in der Stadt, in der Wolkenstadt. Nein, ich weiß gar nicht, wo wir sind. Ich habe echt, hierbei habe ich echt null Plan. Ich habe das nur mal angespielt. Und das ist jetzt auch schon wieder 15 Jahre her. Geht darum, dass die Erde und jetzt müssen wir hier gleich zwei Spieler wählen. Aber ich gehe erstmal in die Options rein für uns. Kannst Level du machen. eventuell mal ja, auf ein Baby-Level stellen. Ja, damit Vielleicht wir schaffen wir ja weniger. mal was durchzuspielen. Ja, wahrscheinlich nicht mehr auf dieser Erde. So, zwei Spieler. Ich hoffe, du bist scharf. Ich bin sowas von. Ich denke mal, wir lassen mal das so, wie es ist, wie das da steht. Ich habe auch absolut keine Ahnung, was Free da abgeht. Shot, Fixed Shot. Was bedeutet das? Keine Weißt du nicht, Ahnung. ne? Lassen wir es so, Ich kenne okay. noch keinen Shot. Nehmen wir den. Genau, ich drück Start. Ja. Fangen wir erstmal hier an. Wie gesagt, keine Ahnung, das ist ein geiles Spiel, das weiß ich. Hüpfen wir erstmal ein bisschen Steuerung hier. Halt mal den Knopf zurück, dann kannst du nicht ballern. Ah, ich hab so einen Flammenwerfer. Ich finde, das ist so ein bisschen wie Metal Slug. Auf alle Fälle geht's da gut ab in dem Spielchen. Da muss ich mal mit Marcel, der hört uns ja jetzt, auch mal auf alle Fälle mal zusammenzocken. Und da hätte ich echt mal Bock zu. Marcel hat ja auch richtig gute Ahnung von Emulatoren. Da können wir mal irgendwann mal gemeinsam, wenn wir so ein bisschen Zeit haben,
Ja, auf Arcade gibt es natürlich auch Spiele, die können wir dazu locker zu führen. Wie gesagt, am Anfang wegen diesem Server cool, dann können wir das Ding bei uns auf der Linux-Büchse aufsetzen, wenn das klappt. Ja, nice, nice. Machen wir mal. Nur bringt jetzt nichts, wenn du mich nach irgendwelchen Namen fragst, wo ich den selber jetzt nicht weiß. Hans-Dieter vielleicht. Ich glaube, das war der Hans-Dieter-Server, kann sein. Hallo. Hans-Dieter-Server. Boah, ach, ich bin da oben vor. Ich muss mich erstmal zurechtfinden. Wie gesagt, ich gucke auch teilweise auf deine Figur. Geht mir auch so, ja. Aber sieht schon mal gut aus. Du hast jetzt echt Ahnung von dem, was wir hier machen. Alter Schwede. Also es macht Spaß, das muss man schon sagen. Wie gesagt, zu unserer Entschuldigung müssen wir sagen, ah, das ist eine Eichel da oben. Scheiße. Habe ich dich jetzt umgeworfen? Weiß nicht. Ach, war das jetzt ein Boss oder was? Kannst du mich schmeißen? Probier mal aus, ob du mich schmeißen kannst. Das Grab ist schon richtig spektakulär gemacht. Obwohl das Mega Drive ja keine Transparenzen kann, ne? Man sieht's auch, ey. Wir streamen übrigens mit 60 Frames. Nur mal als technische Note. Das ist schon... Alter Verwalter. Auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Es knallt schön, fliegt an schön gegen, das ist genau das, was ich will. Glaube ich wie Metal Slug, wenn du das kennst. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Nee. Werde ich dir mal zeigen, denn vielleicht am Wochenende, wenn wir das aufgesetzt haben, ne? Muss man uns natürlich dann ein, ist nicht, dass wir das Ding dann mit der Coil abschießen. Ne, da ist nichts abzuschießen, keine Angst, weil die Games werden da nicht gehostet. Dann werden wir unser 12-Kern Tamagotchi dann mal damit befruchten. Das ist auch sehr sparsam dann, keine Angst. Ja, da mach ich mir gar keinen Sorgen, das ist einfach von der Power her. Dann hat der Kasten wenigstens mal ein bisschen was zu tun. Ups, aber wir müssen da hoch, André. Ich krieg auch am Freitag mal wieder eine Frau aus der Stadt an. Wenn der Master nicht hören kann, dann weiß ich ja schon, dass es abgeht. Aber guck mal, was wir tagen. Ja, der letzte Film, den wir nicht hier wieder gesehen haben, aber ist schon geil. Achso, Kino oder was? Ja. Dann haben wir das Low-Budget-Ding. Aber wie gesagt, mit dem Alkohol ist das alles geil. Boah, ich guck immer auf deine Figur, das ist Ja, mir geht's genauso bei dir. Also wenn ich schwach, dann ist das ja nicht einfacher. Boah. Das ist die Pause-Taste? Was kann man was in den Pause-Modus ändern? Nee, das kann man nicht. Alter! Warte, ich bin nicht erhaben. Ich denk dann direkt, hier ist alles abgekackt, ne? Geil, keine Frame-Drops, gar nix. So muss das sein, ne? Genau, damit das hier mal weitergeht. Immer dieser Druck. Oh, das ist doch, das war doch grafisch jetzt ganz besonders gemacht. Das ist doch. Ja, ja. Das ist gerade sehr beeindruckend gewesen. Vector Balls. Oder? Ich weiß nicht, was es war, aber auf alle Fälle sah es sehr geil aus, oder? Ich bin irgendwie weg. Ich muss Start drücken, dann bist du wieder am Start. Und du darfst doch nicht freuen, das ist ein Problem. Ich sehe es gerade, ja. Oh, alter Schwede. Oh, ein Sackkneifer.
Was ist denn jetzt für eine Waffe? Wie bist du denn da hochgekommen? Einfach nach oben drücken jetzt. Treffen wir den überhaupt, oder? Ich glaube, er trifft uns. Ja, wir wollen Continu machen, weil wir so gut sind, wollen wir nochmal Continu. Jetzt kommt der 3D. Ah, Boss, okay. Der 3D-Typ kommt jetzt. Frag mich nicht, wieso, weshalb, warum? Mittlere Taste, untere und mittlere Taste. Dann sammelst du das Ding ein. Warte mal, einfach mal, vielleicht geht der ja kaputt, wenn wir lange noch draufballern. Der hat überhaupt keine Anzeichen, dass er getroffen wird, oder? Also, normalerweise. Nee. Vielleicht kann man den gar nicht platt machen. Ja, ich glaube auch, ja? Wir müssen weiter. Ach, guck mal, da sind auch irgendwelche. Warte mal. Nee, nee, den sollte man nicht stammen. Der ist, der sieht aus als, Ich wette, da kommt gleich noch ein Boss. Ja, natürlich. Zu dem Arm irgendwie. Na, Warning, oh, wenn ich schon ausspreche, ne? Alter, was ist das denn für ein Ding? Ah! Hab ich dich gerettet, wa? Ja. Hab ich dich reingeschmissen? Also effekttechnisch ist das ziemlich cool für Mega 3 Feld. Ja, ja, ja. So, wir haben Kim Jong-il und seine Prinzessin gerettet. Oder Kim Jong-un. Ah, cool, Cool Cat, TRC ist im Chat. Metal Flag ist super, schreibt er. Ja, hat er recht. Jo, hallo Cool Cat. Ich hab den Chat jetzt nicht auf, sonst stirbt mein Rechner. Ja, ja, ich sag dir, wenn was steht. Hm. Bei mir steht gerade was. Ja, das meint aber bestimmt keiner von uns. Das sollte keiner wissen. Die alte Wurzel. Ja, ich muss aussuchen oder was? Ja, ich kann auch hier den. Wir können auch den hier nehmen. Ja, dann schaffen wir aber doch noch locker hier durchzuzocken, oder? Ich weiß nicht, ich hab das Spiel noch nie gespielt. Weißt du, dass es gut sein soll? Denk dran, hüpfen nicht. Wahrscheinlich müssen wir über Hindernisse rüberhüpfen. Ja, sehr wahrscheinlich, ne? Aber erstmal müssen wir über irgendwelche komischen. Boah, alter Schwede, das ist ja echt. Also für ein Let's 3 in deinem speziellen Let's Play-Ort, da reicht das schon aus. Und es ist nicht indiziert. Hoffe ich mal. Nee. Ich meine, wir kämpfen ja hier nur gegen Roboter. Das ist nicht indiziert.
Das andere schon können wir schon runterlöschen, das ist schon ein bisschen zu heftig. Das ist Cool Cat schreit, er steht. Ich hoffe, er meint jetzt nicht sein, sondern. Ich hoffe, er meint auch nicht dein. Nee, also mein kann man nicht sehen. Also, na gut, da kann man jetzt auch falsch verstehen. Das stimmt, den kann man nicht sehen. That's what she said, ne? Können die irgendwie. Das darf ich jetzt gar nicht übersteuern sollen. War das so? Wow. Okay, das ist auch nicht unbedingt mein Favoriten-Level hier, muss ich sagen. Nee, das ist Scheiße. Alter, du musst unbedingt Metal Slug spielen, ey. Das wird so geil. Glaubst du, der Wolfgang und der Wolfgang, die haben damals auch solche Sachen gespielt? Nee. Ich glaube, die waren schon alt, wo die, die in den Arcade-Auto in den Hallen rumstanden. Da waren die auch schon alt. Da haben die das nicht mehr gemacht. Wie alt waren die damals? Die waren auch schon über 40, oder? Ja, die waren über 40. Bei der ersten Sendung wahrscheinlich. Ich glaube, die waren schon von Anfang an über 40, ja. Von Geburt an. Ja, er meint auch, das hat Ähnlichkeit mit Metal Slug. Ja, meine ich auch. Ja gut, der Level jetzt nicht unbedingt hier. Aber davor der war schon irgendwie. Ihr seid dabei, nur Metal Slug ist natürlich noch geiler. Ja, wie gesagt, am Wochenende werde ich bestimmt schon mal vom Mega Drive durchzocken. Das wäre geil, wenn wir das hinkriegen würden, ey. Weil da kommen wirklich ein paar Knaller, ey. Ja, ich guck, ob wir es aufgesetzt kriegen, dann haben wir schon mal. Können wir schon mal so einen kleinen Game-Server da laufen. Da ist er, ja. Chef, komm, den hauen wir weg. Stricher. Irgendwie trifft man jetzt nichts mehr. Ah, der schmeißt seine Opfer raus. Ist immer die Frage, kann man die treffen oder nicht? Das sind unnötig. Das ist das einfach, was dem Spiel nicht so klar ist. Ja, die er rauswirft, die kann man treffen. Ah, da ist der Assi. Die alte Dancing Queen. Alter, jetzt kriegen wir einen auf den Sack. Jetzt reißen echt? Wir uns die Rosette auf, ja. Kennst du den, oder? Ey, ich glaube, das ist ja nicht angekommen. Was ist das denn? Muss das jetzt richten. Boah. Continua! Wollen wir was anderes spielen oder nochmal? Ja, lese ich ja weiter. Warte, nächstes Spiel rein? Ah ne, weiter, okay, dann machen wir weiter. Hey, guck mal oben, ganz auf hier, siehst du? Bist du hochgekommen? Frag mich, keine Ahnung. Aber bleib du mal unten, dann machen wir. Was jetzt? Machen wir den von zwei Seiten fertig. Wir machen das Kind gleich. Schön ausweichen. Oder komm hoch. Ah ja. Aber ich fürchte, wir müssen gleich auch runter. Den kriegen wir noch. Du kriegst ihn noch. Alter. Ja. Mich hat er gerade gefickt. Boah. Ich höre schon, du bist da. Probieren wir nochmal den kleinen Stricher Platz zu kriegen, ne? Jetzt haben wir ja wohl. Oh, wir müssen von vorne. Ja, bei dem Boss, der Name ist, war auch nur von der anderen Seite dran, ne?
dieselbe Waffe wie ich. Ja. Aber ich glaube, du hast mehr Power, oder? Du hast so zwei so Dinger. Ich penetriere den jetzt schon ein paar Mal. Boah, der Asi, hast du gerade gesehen, was er gemacht hat? Ja, der wollte dich penetrieren. Was hat er reingetan? Der war aber gerade nicht da. Ich häng da drin, ey, scheiße. Alter. Komm, ein Spielchen. Echt jetzt? Zum Ab. Ich bin fast durch. Na ja, gut, komm. Willst du echt aufhören oder was? Also, anderes Spiel jetzt oder was? Ich weiß ja noch nicht mal, was ich einmache. Aber ich guck mal im Flashback nicht Comic Zone. Gucken wir mal, ob wir das. Ne, General Chaos. General Chaos kann man es mal angucken. Ich weiß gar nicht, was es ist. Okay, dann nochmal Päuschen. Ja, brauchst die Pause drücken, wir können direkt in den letzten... Doch, Netz. Sieht sonst doof aus. Nein, der Marcel schaut nur zu, der verzeiht uns das, wenn er ja, dieses Spiel. Ja, er schaut nicht mehr zu, ich bin alleine. Geil. So, was denn? Ich hab grad reingeschmissen, General Chaos. Ist das dann auch da drin, oder was? Ist auch perfekt, General Chaos. Was futtern wir denn da wieder? Schokolade. General Gauss. Okay. Gut, dann würde ich sagen, tust du nochmal join? Ich join mal richtig rein. Join mal richtig rein? Ja. Wie ja? Warte, ich weiß noch nicht mal, was hier abgeht. Ich weiß noch nicht mal, was wir zu zweit spielen können. Aber ich join erstmal, ja? Ich bin in dir drin. Okay, dann. Wo ist eigentlich Christian, der alte Lappen? Weiß ich nicht. Kann ich wieder am Ornanieren. Vielleicht ist das nur ein Einspielerspiel oder was? Ich glaube, du bist in dem Spiel ein Wehrmachtsgeneral. Zwei Player. Keine Ahnung, was abgeht. Okay. Zeit by Side, an. Machen wir Side by Side. Ich weiß nicht, was da abgeht. Aber ich erinnere mich an den Test von dem Spiel, komischerweise, dass das gut abgeschnitten hat, das Spiel. Ich weiß aber nicht mehr warum. Mhm. Ich weiß nur, dass das Spiel gut sein soll. Okay. Drück du mal Start. Hab ich. Warte mal, kannst du dein Steuerkreuz benutzen? Und dann drück mal Start. Ja, gut, bei Start kommt nix. Muss hier X oder. Oh. Alter, was geht denn hier? Ich weiß es nicht. Wir sind die Blauen, ne? Kannst dich bewegen? Aber wie geil! Kannst dich auch bewegen, ne? Ja. Kannst du auch zwischen den Figuren umschalten.
Saugst du dich da irgendwo fest? Wir haben ganz knapp gewonnen, die Arschlöcher, oder? Hast gesehen? Knapp kann ich so nicht bestätigen. Wo ist denn eigentlich dieses eine Spielchen? Aber wie gesagt, von den Spielen können wir wahrscheinlich teilweise. Müsste es höchstens schneiden. Ein paar Sachen können wir da nicht oben lassen, weil ich glaube, so ein paar Sachen. Ja, dieses Dings ist auf alle Fälle auf dem Index, weißt du? Mortal Kombat. Das fand ich so geil, aber das kann man leider Gottes nicht hochladen. Das geht einfach nicht. Ach, ist Quatsch, also überhaupt nicht blutig, die Version hier. Ja, das jetzt nicht hier, was wir jetzt haben. Das ist, glaube ich. Das nein, die Mega Drive-Version von Mortal Kombat. Ja, aber trotzdem ist das auf dem Index, das juckt die nicht. Kannst natürlich nochmal googeln, ob das in Deutschland indiziert ist, beziehungsweise, aber wie gesagt, ich schau mal, was wir noch reinmachen können. Boah, 23:51. Komisches Spiel. Ja, ich bin gerade am Schauen, was war noch irgendwie. Streetfucker. Ich schmeiß mal Streetfucker rein. Da gibt's einen Ordner Fun bei Beat'em Up. Ich weiß nicht, was Streetfucker ist. Ach du Scheiße, da kämpft man mit Pimmeln durch die Gegend. Such mal Streetfucker. Streetfucker. Klingt ja nicht indiziert. Ja, aber seltsam. Sind nur zwei Schwänze, die gegen sich boxen. Das ist wahrscheinlich wieder so eine Homebrew-Geschichte. Unter was? So eine unter, auch in demselben Arcade-Ordner. Arcade? Ja. Find da hast du dann nicht. Auch wieder. Beat'em Up, schau mal, Beat'em Up, Fun. Sorry, Beat'em Up und dann Fun und dann unterstrich Streetfucker. Okay, oh, was ist das denn, Alter? Okay, ich suche uns was anderes raus. Was soll das denn sein? Ich schau mal, kann der auch SEX32 spielen, kann der Emulator, glaube ich, auch hier. Haben wir sowas am Start? Ja, der kann auch dieses, nicht zu verwechseln mit dem Mega-CD. Pass auf, such mal bitte in Beat'em Up, gut, Cosmic Carnage 32X. Wo ist denn das? Hab ich nicht. Guckst unter gut, Cosmic Carnage 32X, hast nicht? Moment. Doch, hab ich. Und welche? Die PAL-Version. Warte mal, ich schmeiß mal auch die Nicht-NTSC-Version rein, wo nur okay steht, genau. Okay, habe ich auch drin. Und das ist so ein Spiel für die 32-bitige Aufsatzding. Nice. Ja, dann join mal schnell. Damit wir es mal allen zeigen können. Machen wir das nochmal und dann gleich Haie ins Bettchen. Ich meine, wir haben zwar nicht viel auf die Kette gekriegt, alle aber Mann, das war. Oder was? Versuchst du joinen? Ich kann momentan nicht joinen. Warte mal, ich mach nochmal Unable to connect. Ah ne, ich weiß, ich müsste createn. So, jetzt probier nochmal. Hast du gecreated, dann kann ich joinen. Ja, created! Darf ich bei dir rein? Oh, ja, geil. Komm rein. Oh, bist du so fest? Bist du den Eiern. So, jetzt sind wir hier drin. Im genau. So, jetzt machen wir Mega Drive an. Klack! Genau. Also der Emulator ist schon gar nicht so, das ist schon gar nicht schlecht gemacht, das fehlt dem Amiga so. Es gibt auch dieses Netplay Amiga-Ding, aber das haben wir ja gesagt, das geht über das IRC-System, das ist total für den Arsch. Ja, ist ein bisschen umständlicher, das stimmt, obwohl es auch funktioniert, aber. Da
muss den Doktor drin machen. Irgendwie. Das ist für ein Arsch. Das macht keinen Spaß so. Da geht's irgendwie. Können wir demnächst auch nochmal gucken. Vielleicht klappt's ja jetzt besser. Da geht's darum, dass Lichtjahre entfernt der Glöckner von Notre Dame ein Problem hat mit seiner Lunge und er sucht einen Doktor, der. Nein, ich weiß jetzt nicht, was da jetzt steht, weil ich keinen Bock habe, das zu übersetzen. Geht einfach darum, dass irgendwo im Weltraum wieder Action los ist und wieder einer gesucht wird und wieder der Held und so. Und ich habe keinen Bock, diesen komischen englischen Kram zu übersetzen, weil das ist diesmal so ein bisschen ganz komisches Englisch. Also teilweise. Drüber Start. Mach zwei Player. Options. Jo. Erstmal machen wir Options. Wir gucken erstmal in Options rein. Wir wollen ja ganz einfach. Time Up machen wir aus. Das ist okay. Und da hauen wir was für ein Spielprinzip ist das denn? Wir hauen uns beide gegenseitig auf die Fresse. Also ein Prügelspiel. Ja, ich nehme mal den hier. Ein relativ farbenfrohes Ding. Ich sehe es ja auch. Ich denke mal, es wird nicht Street Fighter toppen. Das ist kommt mir vor wie so ein LSD-Trip. Zwei Spieler? Hä, schon wieder? Warum machst du das? Warst du das grad? Nein, du warst das. Ich drück jetzt nochmal. Richtig. Ich muss Start drücken. Oder? Nee. Hä? Warte mal, ich drück jetzt einfach. Nein, scheiße, zurück. Warum auch immer, da müssen wir noch in Ruhe rausfinden irgendwann mal, weil wie gesagt, wir haben ja hier ungefähr 500 Klamotten. Ah ja, komm her. Das arbeitet immerhin mit Rotationszoom. Bietet das denn hardwaremäßig? Nee, oder? Nee, das ist durch dieses SX32 ist das möglich. Okay. Das ist ein Aufsatz, den kann man auf Mega Drive aufsetzen können. Hatte das so Spezialchips? Ja, es hat Spezialchips. Aber ich glaube, die hatten auch teilweise technische Probleme mit den Dingern gehabt, dass sie teilweise auch die Funktion nicht komplett nutzen konnte oder nur mit Tricky-Trick-Sachen. Müssen wir mal gucken, SX32, da gibt's. Ich krieg da nicht mehr ganz auf die Kette, weil. Gehabt haben hat der Christian das nicht hier, der Kumpel von mir. Weißt du, das ist eigentlich schon zur Zeit rausgekommen, wo eigentlich schon Sony anstand, so ein bisschen. Cool Cat schreibt, jetzt hat er keine Ahnung, worum es geht, weil ich ihn nicht übersetzt habe. Und André nicht übersetzt hat wahrscheinlich. Ja, es geht eigentlich darum, dass auf irgendeinem außerirdischen Planeten, der sich Ronsdorf nennt, ziemlich. Ronsdorf, ja, der Planet Ronsdorf. Nein, das ist irgend so ein Kugelspiel, Marcel, wir wissen das auch nicht, was hier abgeht. Ein sehr seltsames Spiel. Ein sehr seltsames Spiel. Er hüpft. SX32, ich guck mal, ob ich noch einen SX32er finde. Brutal Unleashed gibt's auch noch im Ordner, sehr gut. Brutal Unleashed, schmeißt du das mal rein? Schon wieder wechseln? Ja, selber Ordner. Das ist ein gutes Spiel. Und wieder Pause. So, okay, nochmal wechseln. Er geht heute richtig ab. Meine Fresse, wir springen hier aber durch, du. Ja, das ist einfach so der experimentelle. Oh, Best of. Hier, Panzer Kickboxing. Das war auch ein hammergeiles Spiel auf dem Amiga zum Beispiel. Das habe ich geliebt. Brutal Pause of Fury? Brutal Pause. Okay. Heißt das Pause? Ja, von 1995 aus, GameTech. Die haben auch dieses Spiel rausgebracht, hier, von William Shatner, wo das Buch zugeschrieben hat. Shatners Willi. Ja, der hatte doch diese Sci-Fi-Serie mal geschrieben. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. So, bringen Sie wieder rein. Was auch ich, das ist auch Beat'em-up-mäßig. Wo ist er? Play. Ich joine. Wo ist er? Falsches ROM. Brutal Unleashed, hast du das drin? Nee, Porf. Warte mal, wo bist du? Hab ich das falsch genommen? Gut, warst du bei gut irgendwo drin? Brutal Pause, ja, ich schmeiß dann das an, ist auch okay. Was du sagst. Pass auf, dann machen wir mal, warte mal, hier ist auch Mortal Kombat als 32X Version. Ist doch schon wieder indiziert, hast du gesagt. Ja, das ist ja, Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Ist ja auch ein Prügler, ne? Ich guck mich mal eben ganz kurz um. Du kannst da einfach das Filmchen laufen. Muss aber vorher mal eruieren hier. Oh, Dragon, the Bruce Lee Story. Oh, Bruce Lee auf den C64 fand ich übrigens auch gut. Action? Was Action? Dragon, wo hast du es gefunden? Bei sehr gut? Bei gut? Bei gut. Dragon, ABC, das war gut.
Bei Beat'em Up oder bei Beat'em Up? Ja. Komm, dann geh ich mal in Beat'em Up rein, dann schmeißen wir den Scheiß rein. Drecken. Welchen denn? Drecken ist Bruce Lee Story. Nimmst du die Binnendatei? Wenn du möchtest. Weiß nicht, welche funktioniert. Gucken wir mal die Binnendatei uns erstmal an. Bruce Lee, Binnendatei reinschmeißen? Moment. Teamspeak ist doch was Geiles. Das ist doch ultra geil. Ja, ich hab's reingeschmissen. Keine Ahnung, ob das Spiel wirklich... Ja. So, kommen Sie rein. Okay, wieder so rein. Bist du den Eiern? Join. Bin drin. Ich auch. Und Start. Wie gesagt, das sind Spiele, die habe ich mal vor 2-3 Jahren bewertet, ganz kurz angespielt. Ich habe die auch nicht mehr im Kopf. Wahrscheinlich habe ich die zur Hälfte wieder besoffen getestet. Virgin Interactive, Plattenlabel und auch Spielepublisher. Wenn wir es jetzt alleine spielen können, ist das auch nicht schlimmer. Guck ich dir zu. Ah, Two-Player Story Game. Options. Ich gehe mal in die Options rein, mal gucken, ob wir wieder einen auf leicht machen können. Nee, Schwierigkeit natürlich so einfach wie mit Piece of Cake. Das ist das Schöne bei den alten Konsolen. Da waren viele Two-Player-Spiele bei. Eigentlich alle, oder, naja, nicht alle, aber viele, ne? Wir wissen ja beide, wenn du mal guckst, es gab auch damals auf der Xbox dieses Koop-Modus bei, na, wie hieß es nochmal, wo der Master Chief war. Weißt du, welches Master Chief? Halo. Halo, super geil. Und dummerweise muss man echt sagen, was weiß ich, 6 Jahre danach haben sie es noch immer nicht hingekriegt, regelmäßig Spiele zu machen, wie sowas wie was weiß ich, Far Cry 4. Das würde bestimmt auch zu zweit Spaß machen, wenn man das halbwegs umsetzen könnte. Oder würde. Starten wir mal. Gucken wir mal. Gibt's doch zu zweit. Gibt's doch, gibt's Modus, ja klar. Oh, das wusste ich nicht. Was sagst du? Virgin Weltraum Space Shuttle Konstrukteur? Okay, sind wir drin? Ja, ich weiß ich nicht. Da drin? Das Spiel läuft gerade. Ah ja, ich bin der Rote hier, der rote Bruce Lee. Ja. Können wir uns auch gegenseitig verballern hier oder müssen wir nur gegen den? Ich muss einfach den schwulen Captain hier block machen. Ja, wir können es auch gegenseitig einen auf die Schnauze hauen. So ein bisschen erinnert mich das jetzt wieder an Ica Plus, oder? Ja, genau. Ich guck mal, ob es die Mode-Knöpfe nutzt, aber ich glaube nicht. Die was? Kann auch sein. Ja, bei Mega Drive gab es ja die dreiknöpfigen, das war der Standardspiel, da gab es diese Funktion, da gab es 6 Knöpfe. Aber da musste man, wie ich schon gesagt habe, du hast ja auch am Anfang den Mode-Knopf konfiguriert und wenn du den Mode-Knopf gedrückt hattest, konntest du auch 6 Knöpfe bei gewissen Spielen benutzen. Warte, geh mal. Voll auf die Klöten! Lass uns die CPU platt machen, der braucht Ehren auf den Arsch. Ist schwierig, den CPU-Typen zu kriegen. Warte. Grafisch gut gemacht, von der Steuerung auch nicht schlecht, aber ist halt nicht Street Fighter, ist halt gewöhnungsbedürftig. Ja, das stimmt, ist nicht schlecht, aber... Steuerung spielt auch schnell an. Guck mal, jetzt macht ihr mir gerade ein Kind. Ich fang grad deine Schläge ab. Und ich bin fast weg, ey. Hilfe! Der Armee hat mich getötet. Die Musik ist so ein bisschen eintönig, oder? Ja, die Musik ist dynamisch, aber so grafisch ist das schon ganz okay, wenn man gerade noch eben platt gekriegt. Also wie gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht aufs Maul hauen. Ja, eben. Ich habe gemerkt, dass ich öfter mal deine Schläge, die du ihm
in Richtung Schicht ist, dass ich die ins Gesicht bekam. San Francisco. Also hast mich die ganze Zeit vermöbelt. Hallo, mein Name ist April. Komm mit mir. Ich zieh dich aus. Ich mach aus dir gehacktes Mädchen. Warum? Warum? Ja, ach du Scheiße. Hey, lass mal ein bisschen drauf achten, dass wir uns nicht selber gegenseitig hier. Was war jetzt? Das hat besser geklappt. Jetzt ist ja was. Jetzt ist er mit so einem Fritzelkeller drin. Warte, ich geh nach vorne, ich geh nach vorne. Ja, ja, ich bleib hier nicht. Mach schon mal Kaffee. Upsa. Oh, oh. Der arme Kerl. Vorsicht, halt Abstand. Oh. Seine Schwester kommt. Die hat aber einen Bart, die Schwester, Alter. Ja, ich weiß, das haben die alle. Das ist wie bei den Zwergen. Wahrscheinlich sind da Zwerge aus China. Chinesische Weinzwerge. China-Zwerge. Also schon taktisch interessant so von der, finde ich. Das ist gar nicht so. Jetzt müsstest du mal langsam übernehmen. Ich bin gleich tot. Oder bin ich schon tot? Bin schon tot. Nee. Doch, du musst ihn übernehmen. Nutze ich die Pause mal kurz, um was zu trinken zu holen. Ja. Alter, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Bleib stehen, bleib stehen, Pisser. Schaffst du noch? Weiß ich nicht, ob ich den noch pinne, keine Ahnung. Kann dir leider nicht helfen. Bleibst mal stehen, jetzt hängt deine Schleife fest, ich bin Rappel. Hey, mach sie platt. Lass das mal nicht, die können auch gegen Ende noch richtig geil abgehen. Ich glaube, in der YouTube-Version werde ich einfach das Mortal Kombat rauslassen. Ja, das ist schon besser. Glaube ich, genug Material. So viele Spiele, wie wir angezockt haben. Hast du platt, Junge? Hast du platt? Alter, ich habe gekriegt. Du hast ja nicht zwei Lebensbalken da oben. Was bedeutet das? Ich glaube, das ist deiner, den ich mit abgezogen habe. Nein, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Jetzt mal langsam Feierabend. Mama, jetzt noch. Gucken wir mal, bis wir gleich platt sind. Okay. Du musst üben, deine Bewegungen, Bros, oder das Phantom will dich ficken. Das ist
Yoda, wa? Ja, gut old Yoda. Ja, das ist geil. Das kennen wir eigentlich auch vom, ja, das, Budo? Ne, wie hieß das? Mortal? Full Contact. Full Contact? Oder war das, hier das Shinobi? Ne, ich komme so durcheinander. Ich weiß das, auch nicht. Das, Talion-Spiel, meine ich. Wie heißt das denn Full noch? Full Contact, das war von Team 17. Full Contact, da hast du das Ding auch. Ah ja, genau, Full Contact, da war das auch, genau. Geh aus, ich habe meine Übung beendet. Hoffe, es ist gut für dich gelaufen. Boah, Alter, so schnell kann ich gerne. Oh Gott. Neger schon wieder. Nein, der ist schon cool drauf. Der würde nämlich jetzt die Rosette aufreißen. Hallo, nicht Pause drücken. Vorsicht. Ups! Ja, sorry, war, nee, okay. Boah, was macht der denn da? Hat er gegen mich? Ich hab überhaupt nichts gemacht. Also grafisch gut gemacht, das sieht man schon im Spiel an. Aber die Gegner viel zu schwer. Sind die schwer? Die sind einfach nur scheiße, das ist einfach alles. Lass mich durch, hüpf drüber, schnell. Der wird uns, der macht uns platt. Der ich bin schon wieder weg, ey. Na gut. War keine gute Vorstellung. Gib ich zu. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Ja, Coolcat sagt gerade, dass der Virgin-Gründer, kennst du Virgin? Ja, ne? Mhm. Die haben ja früher auch Spiele gemacht. Der baut jetzt Space Shuttle. Was? Systeme. Ja, der hat ja dieses Weltraumgeschichte da. Aber sind die nicht schon pleite gegangen? Ich weiß nicht. Auf alle Fälle hat der Schwatt uns platt gemacht. Der ist jetzt. Ach, der hat was gegen dich. Der hat sich den Spruch vorhin gemerkt, ja. Weißt du? Was denn bei Double Dragon. Was ist das denn? Alter, mach ihn platt. Der hat ein Messer dein in der Hand. Auftritt, das ist dein Auftritt. Ach du Scheiße, warum? Der macht dir jetzt ein Kind. Ja, was soll das denn jetzt? Ich weiß es auch nicht. Auf alle Fälle sah das sehr schön aus, grafisch eben. Ja. Ja. Okay, war nicht so schön. Ja, dann wollen wir mal heute auch dem Marcel eine gesegnete gute Nacht wünschen. Ist das richtig? Weil, ach scheiße, ich muss doch gegen die Neger kämpfen. Was ist das denn für ein Scheiß hier? Hab ich aber auch nicht verstanden jetzt. Nimm doch die Hantel, die da liegt. Die schiebt er mir in den Arsch rein, sobald ich einen Finger habe. Ja, der Virgin wollte ja ein eigenes Shuttle auch hochbringen in die Umlaufbahn, oder? War das nicht so? Ich weiß gar nicht, was ich ja gerade mache. Button Mashing wahrscheinlich. Oder ist das der Perno, der aus dir spricht? Nee, der Schwatt ist gut. Ach, der ist gut, also gut. Dann ist das. Siehst du, was der macht? Der Schwatt haut ab. Ja, der ist gut. Der rennt nicht stumpf in deine Bewegung rein. Nee, das macht er nicht. Das wie ist, die zwei Köche da vorhin. Das sieht nicht so aus, als würdest du ihn gleich schaffen. Ey, der macht mir gleich ein Kind, dann ist Game Over. Gab's eigentlich auch IK Plus hier für den... Nee, ich glaub nicht. Gab's nicht, ne? Aber gut animiert. Also gefällt mir... Auf jeden Fall, war ganz gut. Für die alte Retro-Konsole. Das ist so ein Spiel, da können wir mit Cheat mal durchspielen, wenn es dafür einen Cheat gibt. Wohlgemerkt, es gibt auch Spiele, dafür gibt es einfach keinen Cheat. Wir benutzen noch keine Cheats. Bitte. Doch, für gewisse Spiele schon, wie zum Beispiel Desert. Nein! Es gibt auch, wie gesagt, Desert. Doch, Desert Strike wirst du ohne Cheat nicht durchkriegen.
Christian hat damals, glaube ich, fast ein halbes Jahr geübt, bis er Desert Strike durchgespielt hat. Der hat es wirklich extensiv gemacht. Also, wie gesagt, es gibt Spiele, da brauchst du einfach Sheets für. Es sind zwar nicht viele, weil die haben ja auch so ein Qualitätsmanagement, aber ich sag mal hier, ja gut, man muss auch sagen, auf dem Amiga Desert Strike habe ich ja, ich habe ja fast kein Spiel auf dem Amiga mit Sheet gespielt, aber Desert Strike ist einfach ohne Sheet. Es gab keinen im Freundeskreis, der Desert Strike geschafft hat, noch nicht mal ansatzweise. Keinen. Okay. Erst Level, ja, und dann war Feier bei allen. Desert Strike hatte ich ja einen Cheat benutzt, aber ich schreibe das ja auch immer dann rein in die Let's Plays, wenn ich schieße. Extra Leben, unendliche Energie, so ein Scheiß benutzt, dann schreibe ich das auf alle Fälle rein, weil das ist dann, da hört es dann irgendwann auf. Weil ich sag mal, für den einen oder anderen Zocker oder Let's Play-Fan ist das schon interessant, haben die das auf die Kette gekriegt oder waren die zu dösig und haben das einfach, oder war das Spiel einfach zu schwierig? Beziehungsweise ist die Zeit einfach zu knapp. Du kannst auch nicht irgendwie ein halbes Jahr üben, bis du mit einem Spiel durch hast, dafür ist das einfach zu. Ja, stimmt. Komm, mach auf. Schaffst du ihn doch, oder was? Das sieht ja gar nicht mal so schlecht aus, Alter. Was benutzt du eigentlich als Joypad, Joystick? Hier von Logitech, die das okay. Ding auch analog bei ist. Das wäre wahrscheinlich, den habe ich hier auch noch irgendwo. Nur ich habe den in Pink. Alter, sind noch geschafft. Den hab ich richtig schön in den Arsch gefickt. Krass. Mir tut aber langsam die Hand weh. Oh. Wie gesagt, in den Arsch. Das ist nicht so einfach. Nee, das stimmt. Fisting. Auf höchstem Niveau. Eine Fisting-Attacke. Ey, Alter, haben wir nur noch einen Gegner, oder was? Oakland, California, 1964. Sein Name ist Johnny Sun, sei vorsichtig, Mann. Die Texte kommen viel zu schnell, er muss besiegt werden. Bereite dich auf den Kampf vor. Öffne deine Hose und lass die. Ach gut, Old Epix darf gar nicht mehr mitspielen. Ich dachte, ich könnte dir nochmal helfen. Könnte ich gut gebrauchen, weil der Typ ist bestimmt. Du hast auch zwei Balken jetzt. Vielleicht, ja, wenn du wirklich, wenn du jetzt alleine spielst, hast du meinen Balken auch noch wahrscheinlich. Ah, das ist aber schwer, wa? Der kommt auch gleich angelaufen. Ha? Du musst schon hin irgendwie, oder? Ah. Oh, oh, oh. Einen elektrischen Griff. Das ist so ein Schlangenkämpfer. Wie Schlangenkämpfer. Deine zwei Balken bedeuten aber irgendwas anderes. Vielleicht kannst du so einen Schlag aufladen. Weißt du, je nachdem wie fest und so. Oh, der lag schon am Boden. Alter Schwede, du machst den noch fertig, ey. Sag das mal nicht, das ist einer von denen, das merke ich jetzt schon. Das meine ich, solche Geschichten. Ja, noch würde ich fast sagen, besteht die Chance. Alter Schwede. Noch ein bisschen, dann hast du. Geh weg, 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 oder? Okay. Ja. Darf ich ihn nur nicht kriegen lassen. Boah, jetzt wird's knapp. Der Typ ist gut. Das ist einer von denen, die kommen aus der Höhle. Siehst du? Ja, ja, Special Trick da. Nagel ihn fest. Komm, jetzt weg. Aufpassen. Der Penner da. Der springt gleich rüber. Ja. Boah, noch einmal dann hast du. Nein. Jupp.
Was ein Alter. Knapp, ganz, ganz, ganz knappe Geschichte. GZ. Alter Schwede. Alter. Ja, mir tut die Hand echt weh. Ich kann echt... Oh. Willst du jetzt nicht auf den Arm, ne? Nee, noch nicht. Alter, geschafft. Hast du durchgezockt? Krass. Ja, so ist das. Und dein Let's Play am Dach doch noch gemacht. Ach so, halt, wir haben ja... Ah, was wollt schreiben? Adam? Nee, Adam kann ich schreiben. Also. Ja, doch, kannst du schreiben. Nee. Passt doch. Achso, ich hätte mich auch eintragen können, siehst du, aber... Hab ich wieder verpennt. Nehmen wir mal Leadspeak Ami. Oh, Leadspeak Ami. Oh. Ami, am 1701. Genau, 1701, NCC, die Enterprise. Komm, reicht. Ja, fertig. Oh, fertig. 1701, 1100. Alter, wir haben eben mal das Spiel gezockt. Ja, geil, ist doch super. Jetzt wird Zeit, noch was fürs Bett. Genau. Lieber Zuschauer Marcel. Liebe Frauen, die vielleicht zugeschaut haben, glaube aber jetzt nicht, zumindest nicht eingeloggt. Und jetzt feucht sind. Was habe ich gesagt? Feucht sind. Ja, es geht darum, dass wir im Regenwald mit mir spielen. Genau. Ich gehe jetzt pennen. Ja. Und mit Pernod-Cola geht das wohl doch gut mit dem Zocken. Du hast doch Pernod-Cola getrunken. Ja. Du hast gesagt, ohne. Ja, mit Pernod-Cola geht das. Ach so, mit praktischer Treibstoff. Okay, das war jetzt eben auch echt Glück, das hätte auch ein bisschen anders ausgehen können. Ja, war gut, war nicht schlecht. Hast du dein vollständiges Let's Play hier doch noch gemacht? Krass. Nee, ist gut, hat gut geklappt alles. Ami 170, Parkinson, 1. Okay. Ja gut, Coolcat sagt auch gute Nacht, dann... Gute Nacht, Coolcat. Dann machen wir mal Ende hier, oder? Oh, ich bin auch im Arsch. Jetzt muss ich erstmal auch onanieren. Das ist noch drauf, ne? Weißt du schon, ne? Okay. Ja, wenn ihr wollt, dass wir onanieren, dann schreibt in die Kommentare. Okay. Ciao.